So, guten Morgen. Machen heute eine kleine Wanderung. Haben schon alles gepackt und die Zähne geputzt und frühstücken jetzt noch. Und heute gibt es ein Mords Frühstück. Weil gestern Happy New Happy New Year. Year war, genau. Und jetzt haben wir ein riesen Frühstück bekommen. Und können wahrscheinlich gar nicht laufen nachher. Also müssen wir doch einen entspannten Tag machen vielleicht. Schade, schade. Oder hier läuft man nämlich auch den Schienen lang. Und das ist der Berg, wo wir hinwollen. Glauben wir zumindest. Wir sind uns nicht sicher. Aber hier läuft alles und jeder einfach auf den Schienen entlang. Die Züge sind hier langsam und kündigen sich auch ordentlich an. Das ist kein Problem hier. Wasserfall! Hoffentlich kommen wir da vorbei und können uns eine Abkühlung gönnen. Ich habe nämlich gerade schon zum Toffer gesagt, wer denn eigentlich auf die blöde Idee gekommen ist, bei 30 Grad im Schatten wandern zu gehen. Also man hört ihn echt super laut, schon viel früher. Wir hätten jetzt immer noch genügend Zeit, vom Gleisbett runterzukommen. Und man überhört ihn wirklich nicht. Und jetzt guckt mal, wie langsam der kommt. Au, und wie laut. So, hier ist jetzt der Wasserfall. Schaut euch mal den fetten Bambus an. Krass, oder? Mach mal deinen Kopf daneben. Ist größer als dein Kopf, so ein Rohr. Krass. Du kannst gut einen Becher draus machen. Passt mehr als eine Flasche Bier rein. Von der Richtung sind wir gekommen. Und so sehen wir jetzt aus. Tomatoes! Yes. Und hier hätte man auch mit dem Roller hochfahren können. Das sagt natürlich Kai noch. Oh, ich bin richtig zittrig. Ich kann die Kamera gar nicht gescheit halten. Es war richtig anstrengend, ey. Krass, bei der Hitze. Naja, ich glaube, da vorne müssten wir schon den Peak Point erreicht haben. Geil. Geiles Gefühl, mal wieder so steile, anstrengende, coole Wanderungen zu machen. Ja. Oh! Sei vorsichtig.
Ja. Die trinken gerade einen Pineapple-Mocktail. Oder? Ja. Also nur Steine. Ja. Prost. Willst du noch was sagen? Nee. Lecker. Sehr lecker. So, jetzt wollen wir doch noch mal zu dem Wasserfall vor. Wollen wir da hinkommen? Hui, sieht doch gut aus. Guck mal, da plätschert es doch schon. Ich glaube, da kann man sogar ein Bad nehmen. Ich will da ein Bad nehmen. Gehen wir da runter? Ja. Da gehen wir runter, Toffer. Das machen wir. Hier. Und nehmen eine Dusche. Shower, shower. Take a shower. Hübsch. Es ist wie immer, wenn wir 2 Minuten eher losgegangen, wären wir trocken geblieben. So sind wir natürlich wieder klitschenass. Wir sind jetzt zwar schon beim Roller, aber losfahren wollen brauchen wir gerade nicht. Da oben waren wir übrigens vorhin. Ja. Na, ihr Süßen. So, Rucksäcke gepackt. Der Tisch ist ratzeputze leer gegessen. Und jetzt geht's gleich los. Mit diesem Tuk-Tuk fährt uns der Besitzer zum Bahnhof. Hier nochmal der schöne Ausblick. Ich werd's vermissen. War schön hier. So, ich habe noch gar nicht gesagt, wo es hingeht. Das liegt daran, dass es mir mal wieder schwerfällt, es auszusprechen. Deshalb, es geht nach Novareilaya. Genau. Und nachdem wir jetzt 2 Stunden in diesem Zug standen, eingequetscht zwischen den ganzen anderen Leuten, haben wir, ich weiß nicht genau warum, aber dem nächstbesten, der gesagt hat, er fährt uns für 1000 Rupien dorthin, haben wir zugesagt. So, heute machen wir eine Teetour. So, wir sind jetzt an einem kleinen Ausguck. Da ist ein Wasserfall. Und zu dem gehen wir nachher. So, jetzt machen wir mal eine kleine Teeverkostung. Das ist der weiße Tee mit Silber und der ist Gold. Und dann wird es von schwach zu stark. Jetzt kommt der ganz starke, der zieht dir die Schuhe aus. Das Gesicht mal ein bisschen verziehen. Mm. Echt? Ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Aber hier hat sie gesagt, den kann man nur mit Milch und Zucker trinken. Ja, ne? Wir haben keinen Milch und Zucker gereicht bekommen. Mm-hmm. Ist auch ein Tasting. Ja. Das ist ja pure. In der puren Reinheit probieren. Aber so schlecht finde ich den nicht. Für den am besten. So, wir gehen jetzt hier den Wasserfall hoch. Man sieht ihn leider nicht, muss ja noch was von unten filmen. Und wir gehen natürlich eine Runde baden, also ins Wasser. Schauen wir mal, wie es wird. Okay.
So, der Weg wird immer einsamer, weil die meisten da unten baden sind. Und wir müssen natürlich wieder zum schönsten Punkt, der ganz oben liegt. Direkt der. Da ist er. Der große riesen Randaban Wasserfall. Yeah. So, ich gehe jetzt eine Runde laufen. Maria erholt sich, die ist mal wieder krank. Genau. Und ich werde mal mit der gestern, achso, wir sind gestern umgezogen vom Chili-Croc Hostel, weil die hatten kein Zimmer mehr frei. In der Nähe zum Bahnhof Nunaoya. Und ich werde jetzt mal hier die Teefelder entlang laufen in die Richtung und mir den Adams Peak angucken. Da wollen wir nämlich als nächstes hin und den besteigen. Der hat 5200 Stufen. Da muss man früh um 2 anfangen, damit man zum Sonnenaufgang da ist. So, bin schon unterwegs zu dem Aussichtsplattform. Den beiden Jungen habe schon zum Geld losgeworden an zwei Jungs, die mich nett angeschnorrt haben. Hier sind die Nunaoya Waterfalls. Oh Gott. Oh Gott, ist das gruselig. Da sind die Icefalls, so heißen die. Ich werde nachher auf dem Rückweg mal reinhüpfen, wenn es überhaupt geht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal zum Aussichtspunkt weiterlaufen. Mal den Schienen entlang. Das ist schon ein gruselig hier, gell? Ja, schön ist es. Teefelder. Die ganzen Dreharbeiter arbeiten übrigens nicht. Also gestern haben wir ein paar gesehen, aber eigentlich arbeiten die nicht. Die haben 10 Tage frei bekommen dieses Jahr. Normal nur 5, aber dieses Jahr 10. Weil jetzt auch noch direkt nach den Neujahrsfeiertagen ein hinduistischer Feiertag war. Genau, und der Schaman, unser Guide gestern, hat uns auch erzählt, dass das ziemlich cool ist hier in Sri Lanka, weil dadurch, dass die hier Buddhisten, Hinduisten, Muslims und Christen sind, gelten die Feiertage von allen 4 Religionen. Und das war nicht eine geile Regelung ist. Also ich bin für Multikulti in Deutschland. Jetzt gehe ich hier gerade mitten durchs Dorf. Da ist schon am Anpflanzen. Das sind die ganzen Teefelder. Hindu-Tempel. Da habe ich die Gassen nach oben bin ich gerade gegangen. Ich glaube nicht, dass das der offizielle, das war ein offizieller Weg. Ja, ob man da oben was sehen kann. Hier sind noch die Reste von dem Fest gestern. Wurde wahrscheinlich auch gut gefeiert. So, ich bin jetzt ziemlich hoch. In den ganzen Dörfern da unten war ich jetzt auch. Da.
alle nicht gewunken, gefragt, wo ich herkomme, wie ich heiße. Die einen wollten auch Kippen von mir und alles Mögliche von mir, was ich nicht habe. Zum Glück. Und da glaube ich, da hinten, ich glaube, das ist der, also ist ja diese Bergkette und da hinten guckt einer raus, der ein bisschen weiter hinten ist. Und ich glaube, das ist der Adams Peak. Sonst gucke ich genau in die Richtung. Alle 14 Tage kann man die Büsche übrigens abernten. Also die ernten, dann haben wir mal hier dieses, das Blatt ist ja für den goldenen Tee. Dieses Blatt ist für den goldenen Tee. Und die drei, immer die obersten drei pflücken sie ab. Den Rest brauchen sie gar nicht, nur die obersten drei. Da hast du den Tee, oder vielleicht hier auch vier oder fünf. Halt die frischen Triebe quasi. Die Triebe brauchen sie ja nicht, die kommen ja in den Müll. Nur um die Blätter. Aus den Blättern wird grüner Tee und schwarzer Tee gemacht, oder auch aus allen drei, aber nur aus denen wird der weiße Tee gemacht. Deswegen ist der arschteuer. Genau, und alle 14 Tage kann man jeden Busch neu wieder pflücken. Ich weiß gar nicht, ob man hier lang gehen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Wie angekündigt werden wir heute den Adams Peak hochlaufen. Ich komme auch mit. Wir haben gerade 1 Uhr morgens. Ich bin gerade etwas seelenbegeistert von der Idee. Wir haben 3 Stunden geschlafen. Aber ja, wenn wir losfahren werden, kommt vielleicht die Motivation dazu und auch werde ich wahrscheinlich ein bisschen wacher werden. Und dann sind wir mal gespannt, ob wir es schaffen, heute die 5200 Stufen dieses Berges zu erklimmen. So, es geht los. Die ersten Stufen. Ne, ist natürlich nur ein Spaß. Wir sind jetzt gerade noch im Hostel, in der Unterkunft, im Homestay. Naras Homestay übrigens kann ich sehr empfehlen, bis auf dass die Bäder stinken. Aber wir fahren jetzt mit unserem Tuk-Tuk erstmal 6 Kilometer dahin. Die ganzen Reisebusse. Kann sich noch eine Klamotte kaufen. Mitten in der Nacht. Ein paar vernünftige Wanderflipflops. Da geht's lang. Quasi eine Pilgerwanderung heute. Und die Buddhas. Wird auch noch ein Buddha. Und jetzt weiter. Über den reißenden Strom. Und da oben zwischen den Bäumen sieht man, wie der Weg sich langsam nach oben schlängelt. So, da oben ist der Peak. Da sieht man schon die Wolken noch. Aber es sieht eigentlich nicht mehr so weit aus. Aber Marie wollte gerade sagen, was man schon sieht. Also es wird auf jeden Fall anstrengender. Naja, dass jetzt nicht mehr so viel Platz zwischen den Stufen ist, sondern wirklich Stufe nach Stufe kommt. Es geht steil bergauf. Und alle unterschiedlich hoch, die Stufen. Ja! Was das auch sehr anstrengend macht, finde ich. Man muss schon auch echt aufpassen, ne? Ja. Dass man da nicht auf die Fresse knallt. Mal schauen, ob wir 3 Stunden brauchen. Ja. Auf jeden Fall ist cool. Wenn man da oben ist, ist es, glaube ich, geil. So wirklich ein Peak, also so eine richtig krasse Spitze. Cool. So, zweites Päuschen, diesmal mit
Roti. The Roti, um genau zu sein. Schmeckt? Geil, gell? Dazu very spicy. So, jetzt muss man seine Schuhe ausziehen und seine Mützen ausziehen. Dann haben wir es geschafft. Ab im Tempel. Genau. Wir sind im Tempel. Wir gehen auf zu den heiligen Füßen. Langsam aber sicher. Wir warten hier schon sehnlichst auf die wärmenden Sonnenstrahlen. Wenn wir jetzt gedacht, nachdem man durchgeschwitzt und nass hier oben ankommt, ist es ein bisschen frisch. Und wir sind schon seit einer halben Stunde hier und frieren uns den Arsch ab. Blöderweise. Aber ja. Ja. Es wird entlohnt. Ja. Und wir haben statt 4 Stunden tatsächlich nur 3 gebraucht. Das ist halt der Grund, warum wir jetzt eine Stunde warten müssen. Naja. Immer super hilfsbereit, mein Ehemann. Die Männer sind schwach und durchgeschwitzt. Wir sind auch schon fast wieder unten. Und da bietet mein Mann, der Herr Toffer, natürlich wieder sofort die Hilfe an. Ist das nicht ein Schnuckelchen? Obwohl, er selbst voll durchgeschützt ist, wenn man mal seinen Rücken anguckt. Ah, es kommt vom Rucksack, den er natürlich auch stets trägt. Das ist übrigens die buddhistische Flagge. Guck mal die Berge hinter dir. Ja. Die sehen aus wie gemalt. Ja. Und das Muster da drin voll krass. Oh, da ist ein Wasserfall. Ha, verhext. Wir suchen uns jetzt noch ein Eis. Eisbelohnung, wir sind so gut wie unten. Ja, da sieht man nochmal den Adams Peak und den Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt, den Weg. Aber er ist auf jeden Fall da zu sehen. Genau. Komm, komm, komm. Haben Eis gefunden. Hofteis. Schmeckt's? Ja. Nicht so gut wie bei uns, ja, aber es ist auch viel billiger als bei uns. Gibt Besseres. Ja. Aber immerhin Eis. Besser als Schnuck. Kalt ist es auf jeden Fall. Maria fliegt jetzt los mit ihrem... Mit meinem Schal. Ja, Besen hat sie vergessen heute. Oh.
Guten Morgen. Die Kakerlaken, die sind auch schon wach. Die sind riesengroß. Das ist ekelerregend. Die kann ich, die mache ich nicht tot. Das gibt Riesenflecken. Egal, vielleicht sind sie nachher weg, wenn wir wiederkommen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal los. Bäh.